Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descent. Nicht mehr lange bis zu Update 2 und 3 am 10. Oktober. Und jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr. Erstmal dazu, wie sieht Ethanol aus? Da kommen wir gleich wieder erst drauf zu. Dann neue Skins zum Halloween-Event. Das Halloween-Event ist damit quasi bestätigt. Da kommen wir gleich auch noch zu. Und ganz, ganz interessant, das finde ich eigentlich richtig, richtig spannend. Es gab wieder ein Interview in Korea, wo darüber gesprochen wurde, was in Season 2 und auch nach Season 2 passiert. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt rein. Starten wir direkt rein mit dem ersten. Ethanol hatte ich ja mehrmals gesagt, da ich stark davon ausgehe, dass es hier Rainer sein wird. Und was soll ich sagen, das wird nicht Rainer. Das wird hier einfach so ein Bot, so wie wir es alle eigentlich von Anfang an vermutet haben. Wenn man den Namen Ethanol hört, denkt man natürlich nicht an irgendeinen Menschen, sondern an so einen Bot. Ich könnte mir aber immer noch vorstellen, dass er vielleicht hier neben steht und quasi nur das Mitbringsel von Rainer ist und es noch nicht komplett falsch ist. Waffe noch ein bisschen ab, aber ja, Rainer wird auf jeden Fall nicht Ethanol sein, sondern es wird so ein Bot sein. Wenn ihr noch mehr zu Ethanol wissen wollt, dann checkt auf jeden Fall nochmal meine anderen Videos ab. Da hatte ich ja schon weit und breit alles so erklärt, was wir zu dem Bot wissen müssen. Das Halloween-Event ist quasi bestätigt, würde ich sagen. Wir haben ein paar richtig, richtig coole Screenshots bekommen, beziehungsweise geleakt bekommen. Und ich finde gerade den dritten Screenshot sehr, sehr cool. Nicht nur den Skin finde ich sehr, sehr cool, der so aussieht wie so ein Gefangener, sondern auch den ganzen Look von Albion. Und ich hoffe, die halten das bei, dass man immer zu den verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Looks in Albion haben. Das sind so die Kleinigkeiten, wo man sich auch ein bisschen wohler fühlt im Spiel und man merkt so ein bisschen den Wandel. Das sind so Kleinigkeiten und bringen einem nichts im Game, aber es ist schon ganz schön, dass Albion dann ein Halloween-Skin und ein Halloween-Design bekommt. Vielleicht kriegen wir zu Weihnachten dann nochmal was Besonderes und dann vielleicht nächstes Jahr zu Valentinstag und so weiter und so fort. Sowas finde ich immer ganz schön, dass sie da auch an Albion denken und nicht einfach nur irgendwelche Skins raushauen, sondern dass jeder hier einfach so ein bisschen eine festliche Stimmung bekommt, finde ich ganz, ganz cool. Und dazu kommt ja dann auch sehr wahrscheinlich ein cooles Halloween-Event. Dazu dann mehr, wenn wir dazu mehr wissen. Wenn ihr das verpasst wollt, auf jeden Fall Follow da lassen, wird dann hier auf dem Kanal auf jeden Fall kommen. Im Interview mit dem Entwickler war die Frage, ey, was plant ihr eigentlich für die Leute, die schwereren Content haben wollen? Mit den Invasionen ist ja im Prinzip schwierigerer Content gekommen, der aber meiner Meinung nach in die falsche Richtung gegangen ist. Da haben wir schon ganz oft drüber geredet. Puzzle-mäßiger war nicht das, was die Leute wollten, sondern wenn man schwierigeren Content haben will, dann sollen die Gegner schwerer werden und nicht, dass man noch dazu irgendein Puzzle hat. Und da hat der Entwickler gesagt, ja, wir haben gemerkt mit dem Feedback auch auf die Invasion, dass die Leute ja einen schwereren Modus haben wollen. Wir kriegen jetzt am 10. schon einen schwereren Modus mit dem 400%, wo es nur darum geht, dass mehr Gegner kommen, die einfach auch schwieriger sind. Aber mit Season 2 wird es eine ganz harte neue Schwierigkeitsstufe geben, die dann über Schwierigkeitsstufe schwer sein wird. Außerdem wurde gefragt, ey, wird es vielleicht in Zukunft möglich sein, einer Operation beizutreten, die mittendrin ist? Weil es kann ja mal sein, dass man zu viert in einer Operation ist und in der Mitte der Operation fliegen Leute raus, Leute gehen raus, Internet-Connection weg oder sonstiges. Und dann wäre es ja ganz cool, wenn man wieder reinjoinen könnte, vor allen Dingen, wenn man mit einer Vierergruppe unterwegs ist, wo sich die Leute kennen, dass man sagt, ey, ich kann da nachjoinen, wenn da Platz ist. Da haben sie leider gesagt, dass sie nicht daran denken, dass sowas reinkommt, weil es auch aktuell nicht so ist, dass man, ja, viele Missionen hat, gerade weil die so kurz sind, dass da irgendwie Leute leaven oder mittendrin Leute reinkommen müssen. Bei Dungeons, wo die eine halbe Stunde gehen, da könnte man sich das eher vorstellen, aber weil die Dungeons wirklich so kurz sind, macht das eigentlich keinen Sinn. Dann wurde nochmal gefragt, was ist eigentlich mit dem Trade-Feature? Ihr wollt doch ein Trade-Feature reinbringen, damit die Leute untereinander traden können. Und da wurde nochmal darauf verwiesen, dass sie immer noch versuchen, erstmal das Game am Laufen zu bekommen, bevor sie so ein kompliziertes Trade-System einführen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall noch gedulden. Es wurde nicht mal irgendeine Zeitspanne gesagt. Ich gehe davon aus, dass das, wenn überhaupt, irgendwann nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres oder so kommt. Das können wir einfach erstmal komplett aus unseren Köpfen verbannen, dass eventuell da irgendwann mal ein Trade-Feature kommt. Und dann wahrscheinlich das, was die meisten Leute interessiert, ist, ob es möglich ist, aus seinem normalen Standard-Character, wie zum Beispiel Frainer,
einen Ultimate Character zu machen, beziehungsweise den Fortschritt von dem normalen Character in den Ultimate Character zu verpflanzen. Das wäre für mich damals auch ganz cool gewesen. Ich habe damals mit Glay gestartet, habe Glay sehr hoch gelevelt und viele Donuts und Kristalle reingesockelt und hätte das gerne rübergenommen in Ultimate Glay. Und da hat der Entwickler gesagt, ja, wir suchen gerade Wege, wie wir das Ganze implementieren können und sowas wird ins Spiel reinkommen. Ich glaube, das freut die allermeisten von euch. Das ist natürlich nur ein Interview gewesen, deswegen nagelt mich jetzt nicht drauf fest, wenn das nicht kommt. Aber ich werde anhand dieses Interviews auf jeden Fall anfangen, Yujin zu bauen, Jaber zu bauen und die ganzen normalen Charakter zu bauen. Und nicht auf eine Ultimate-Version zu warten, weil, ja, es scheint wirklich so zu sein, dass es irgendwann die Möglichkeit geben wird, dass man seinen Standard-Build, seinen Standard-Character, alles, was man dort reingepflanzt hat, in den Ultimate-Character in irgendeiner Art und Weise rüberzuholen. Finde ich unfassbar spannend. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich weiß, dass das sich viele Leute gewünscht haben oder wünschen. Und finde ich sehr cool, dass der Entwickler da so klar Stellung zu bezieht und sagt, ey, das wird in Zukunft kommen. Viel Zeit ist nicht mehr bis zum Update, ungefähr eine Woche noch. Wenn ihr live dabei sein wollt, dann checkt auf jeden Fall Twitch ab. Ich werde, sobald das Update da ist, am 8., das wird so um die Mittagszeit sein, vormittags, nachmittags, werde ich live sein und das Ganze für euch livestreamen. Können wir auf jeden Fall zusammen reingucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da am Start seid. Wenn ihr nichts zu The First Descent verpassen würdet, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow freuen. Selber ein Like auf diesem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.